Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Wir starten gleich wieder in das Thema Photovoltaik ein und fassen die wichtigsten Informationen zum Solardepot von der Salzburger AG für Sie zusammen. Eigentümer einer PV-Anlage können den Strom, den sie nicht direkt verbrauchen, im virtuellen Solardepot der Salzburger AG einlagern. Dabei kann jederzeit bis zu 80% der eingelagerten Energie abgerufen werden. Sollten Sie mehr wie 80% der Energie aus dem Netz beziehen, so wird der zusätzlich benötigte Strombedarf mit dem Stromprodukt Privat Okay Online der Salzburger AG abgerechnet. Die Einlagerung in das Solardepot ist mit 10.000 Kilowattstunden im Jahr beschränkt. Wenn Sie keinen Speicher haben und sich gegen das Solardepot der Salzburger AG entscheiden, wird die überschüssige Energie in das Netz gespeist. Dafür bekommt jeder Kunde eine Vergütung. Diese wird einmal jährlich zum jeweiligen Marktpreis laut Quartal vom Energielieferanten als Gutschrift vergütet. Besonders jetzt im Sommer bin ich mir sicher, dass es bei Ihnen zu Hause auch oft zu heiß ist. Möchten Sie auf eine Klimaanlage verzichten, müssen Sie sich anders helfen. Wir haben einen Verschattungsspezialisten besucht. Das Jahr 2019 war in Salzburg das viertwärmste in der Messgeschichte des Bundeslandes. Nimmt man das Beispiel Wien, so gab es in den 1970er Jahren 67 Hitzetage über 30 Grad. In den 10er Jahren waren es 278 Hitzetage, also knapp viermal so viel. Wir versuchen hier unsere Kunden zu informieren, dass eine Klimaanlage nicht die erste Wahl ist, sondern ein anderer Sonnenschutz. Sonnenschutz beginnt beim Haus, bei der Gebäudehülle, bei den Baustoffen, bei der Wärmedämmung, aber auch und ganz wichtig bei der Beschattung von Glasflächen. Ein außenliegender Sonnenschutz kann da weiterhelfen. Denn dieser kann die Raumtemperatur bis zu 10 Grad Celsius senken. Ein innenliegender Sonnenschutz hat übrigens wenig Wirkung für das Kühlen eines Raumes. Der Vorteil vom Rollladen ist, er verdunkelt komplett. Er bietet auch einen Schallschutz, einen Wärmeschutz oder zusätzliche Wärmedämmung zum Fenster und natürlich einen Sichtschutz. Und der große Vorteil ist, auch bei starkem Wind kann der Rollladenbehang unten bleiben, also geschlossen bleiben und muss nicht hochgefahren werden. Der Nachteil ist, der Innenraum bleibt dunkel und man kann nicht ins Freie schauen. Anders ist es bei den RAV-Stores. Und je nach Art der Lamelle, die da ausgesucht wird, kann man auch sehr gut verdunkeln. Und mit einem RAV-Store bekommt man wesentlich mehr Tageslicht in das Rauminnere herein. Man hat eine wesentlich bessere Durchsicht ins Freie, das ist ja auch immer ganz wichtig. Der Nachteil beim RAV-Store ist, bei hohen Windgeschwindigkeiten fängt er ein bisschen zum Klappern an, beziehungsweise ab 70, 80 km/h muss man den RAV-Store auch hochfahren, damit der Behang nicht beschädigt wird. Die dritte Möglichkeit wäre ein textiler Sonnenschutz, sogenannte Zip-Screens. Diese sind windbeständig wie ein Rollladen. Wie viel Tageslicht ins Innere kommt, hängt von der Lichtdurchlässigkeit des Stoffs ab. Abhängig vom Wohnraum kann man also zwischen mehreren Varianten entscheiden. Ein Schlafzimmer würde man eher mit Rollläden bestücken. Ich persönlich sage, man sollte sich überlegen, was will ich denn für Eigenschaften im jeweiligen Raum haben. Also zum Beispiel im Schlafraum. Im Schlafraum will man in der Regel auch eine komplette Verdunklung ermöglichen. Und ich möchte, dass in der Nacht nicht bei starkem Wind der Behang hinauffährt. Und der Rollladen bietet zusätzlich eine gewisse Schalldämmung. Das heißt, beim Schlafraum würde ich mich für einen Rollladen entscheiden, weil er einfach die besten Eigenschaften für einen Schlafraum hat. Im Wohnraum, in der Küche, also in den Räumen, wo ich mich viel aufhalte, wo ich vielleicht in den Garten hinausschaue, den Kindern beim Spielen zuschauen will, na, da würde ich keinen Rollladen nehmen, weil der Rollladen nimmt halt die Durchsicht. Da würde ich mich dann für einen RAV-Store oder einen textilen Sonnenschutz, einen Zip-Screen entscheiden. Im Sommer soll die Sonne also erst gar nicht direkt an die Fensterscheibe herangelassen werden. Denn ein Quadratmeter Glasfläche erzeugt eine Heizleistung von 500 Watt. Um kühle Wohnräume zu haben, hilft es auch in der Nacht oder noch zeitig in der Früh die Räume quer zu lüften. Der Energieausweis ist das Qualitätspickerl einer jeden Immobilie. Unsere Energieberater sind vor Ort und nehmen alle wichtigen Informationen zu Ihrem Gebäude auf. Was da passiert, erzählt Gerhard Melun und räumt mit einigen Energieausweismythen auf. Und dabei kommt es immer wieder zu Fragen, wie zum Beispiel bei der Objektbegehung. Wir haben geglaubt, sie kommen mit einer Thermografiekamera. Die Thermografiekamera hat aber bei der Objektbegehung in dem Fall nichts zu tun. Thermografieren tut man im Winter, da macht man Wärmeverluste sichtbar. Bei der Objektbegehung für einen Energieausweis werden die Außenwände, die Bauteile, Fenster begutachtet, abgemessen. Die Schichtaufbauten, um die geht es für jedes einzelne Bauteil. Des Weiteren wird auch immer wieder geglaubt,
dass wir mit einer Hilti kommen, Löcher in die Wand schremmen. Auch das stimmt nicht. Es wird zum Beispiel bei der Außenwand die Gesamtstärke gemessen. Zum Beispiel, man misst und man kommt auf 43 oder 42 cm Gesamtstärke mit Putz, dann weiß man, okay, es ist ein 38er Ziegel, ein roter Hochlochziegel. Und diese Sachen werden auch überall gemacht, oberste Geschossdecke, Dachschräge, also es wird hier keine Zerstörung stattfinden. Bei der Begehung des Objektes legt uns der Kunde die Pläne bzw. die Kopien der Pläne vor. Oft wird dann gesagt, dass die Zimmeraufteilung nicht mehr stimmt, dass die Wände verschoben sind bzw. das Bad jetzt kleiner bzw. größer ist. Das macht aber nichts, weil bei dem Energieausweis nur die Gebäudehülle berechnet wird. Das heißt, Außenwände sind wichtig, Beschaffenheit der Außenwände, Decke nach oben, nach unten. Alle wichtigen Informationen zum Energieausweis und zur Energieberatung finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG.